Hallo, liebe Minecraft-Freunde von da und fern und willkommen in der Folge 161 hier bei unserem Masters of the Universe Planet Eternia Projekt am frühen Morgen heute, kurz vor dem Wochenende. Ja, wir machen mal wieder eine kleine Aufnahmeseason und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hoffe mal, dass wir 3-4 Folgen heute am Stück aufnehmen können. Ich sage dazu, es könnte heute zu einem unangenehmen Piepton kommen, weil heute ist bei uns in Berlin ein sogenannter Warntag und Probealarm, sodass alle Handys wohl bimmeln und machen und tun. Und deswegen, wenn ihr da so ein Geräusch hört, vielleicht seid ihr live dabei. Angekündigt ist es in einer Stunde und vielleicht ist es dann in der Aufnahme noch mit dabei. Was machen wir denn heute? Erstmal ein paar Leute grüßen, ne? Naja, fühlt euch einfach alle gegrüßt. Ich muss ja nicht namentlich immer alle nennen. Ne, der Bogenkrieger, der V-Zappi und hier der Drachen 83, der Pinecraft und wer da alles hier zuschaut. Vielleicht auch der Dave, der Mario und hier auch von Unlimited World die Herrschaften, ne? Hallo. Und ja, was machen wir denn heute? Ja, wir haben was auf den Zettel aufgeschrieben letzte Mal. Und zwar wollten wir heute ein bisschen Werkzeug reparieren und ein bisschen Dias farmen nochmal. Weil wir sind ja letzte Mal gut vorangekommen. Wir haben in 4 Folgen, haben wir es geschafft, den Windrider einigermaßen aufzubauen. Details fehlen da noch, aber wir haben da schon haben wir schon ein bisschen was da oben auf dem Dach zu stehen. Und genau das wollten wir auch machen. Das heißt, wir können uns jetzt ein bisschen Luxus erlauben und ein bisschen Diamantenfarm gehen. So. Also, keine Müdigkeit vorschützen. Wir wollen jetzt natürlich mal erstmal gucken. Wetter sieht gut aus. Was brauchen wir denn alle? Wir brauchen ein bisschen Steinschwerter. Mal gucken, ob wir da noch was haben in der Richtung. Kann man damit auch hier... Ich wollte nämlich gucken, ob man damit auch die... Wo haben wir denn eigentlich unsere Steinschwerter? Haben wir die hier reingepackt oder so? Oder haben wir die alle verbraucht? Nun komm, wir gehen einfach mal gucken. Ja, einfach mal gucken. Vielleicht haben wir ja Glück. Und, ja, wir finden da vielleicht so ein bisschen was an Steinschwertern in unseren Kisten. Wenn nicht, müssen wir uns einfach neue machen. Was soll's? Alle kein Problem. Was haben wir für Rüstung? Achso, das ist immer noch die Eisenrüstung. Ja, Freunde, das heißt, heute ist jetzt weniger Action. Dafür aber, ja, effektiv ein bisschen, ne? Diamanten holen und ein bisschen Werkzeuge reparieren. Das bedeutet auch, dass wir wieder ein bisschen quatschen können. Können wir wieder so ein bisschen labern. Können wir wieder Thema machen. Und wir haben ja beim letzten Mal schon einiges an Thema vorbereitet. Ich habe euch ja angeteased, ne? Dass es wieder einiges zu erzählen gibt. Ja, sicherlich auch ein bisschen was wieder über Urlaub, ne? Oder über das Wetter, so dieser Spätsommer, der jetzt so wirklich... Und habt ihr denn alle das Gewitter überstanden? Mein Gott, nee, das war ja wirklich... Ich dachte auch so, Mensch, ja, da ist aber was los, oder rumpelt das da draußen? Ich bin ja voll hochgezuckt. Ne? Das war richtig heftig gewesen, wo sie angesagt haben in den Nachrichten. Ja, aber jetzt ist ja das Wetter wieder super. Also wir haben wieder richtig Sommer, wir haben 28 Grad, ist top. Also lädt auf jeden Fall ein, raus in den Garten zu gehen, schön Bierchen zu trinken, ne? Also von daher, das passt schon soweit. Also richtig gut, ne? Wollte ich nur noch mal erwähnt haben, also wir haben das Unwetter tatsächlich sehr, sehr gut, ach, guck mal einer an, wir haben das Unwetter sehr, sehr gut verkraftet und von daher passt alles soweit. So, ich gehe mal hier pennen, zumindest hier erstmal so einen Waypoint setzen hier, falls wir hier sterben sollten, was ich ja mal nicht hoffe, dass wir dann hier gleich oben sind, brauchen wir dann wohl runtergehen, ne? Weil hier kann ja immer was passieren, hier kann ja immer so ein Monster mal so irgendwie aus der Ecke da halt hier so auftauchen, ne? Das ist ja alles nicht sicher hier. Guck mal, hier kann einer stehen und so. Das müsste man mal alles ein bisschen... Ne? Guck mal, hier kann auch einer so. Das ist eigentlich alles noch sehr, sehr suboptimal. Da unten da das Porno. Oh mein Gott, nee. So, aber das ist schick hier. Schön. So, schnell da rein in die gute Stube. Türe zu. Und genau, und dann werden wir jetzt einfach ein bisschen hier unten mal ein bisschen hier an eine Monsterfalle gehen. Guck mal, die toben sich da auch schon fröhlich aus. Wie sieht es hier drin aus? Lass mich mal da ran. Boah, ja, da ist schon gut was zusammengekommen. Also Deko können wir hier jede Menge machen. Schaut euch das mal an hier. Sortieren wir das mal kurz ein bisschen. Da sind noch 29. So, die füllen sich hier auf und da haben wir tatsächlich... Ja, da haben wir fast eine ganze Kiste hier. Noch ein bisschen und dann haben wir eine ganze Kiste voll. Finde ich gut. So, ja, dann würde ich sagen, hier nehmen wir mal das Ding hier rein. Mending drauf. Ey, jawohl, das tauschen wir aus. Hier kann ja nichts reparieren, das ist nur normal. Das heißt also volle Power auf unsere Spitzhacke. Das Schwert hier, das hat noch 33. Naja, komm, wenn wir das abnudeln. Schärfe 2, Schwungkraft, das ist alles hier nichts wert hier. Also wir können das hier komplett
wegnudeln hier und einfach mal so. Oh, guck mal, in Reihe und Glied stehen sie alle schon da. Was ist da los? Achtung, Freunde! Bam! Ja, zacki, wunderbar. So, Freunde, was haben wir denn Schönes zu erzählen? Ist ja doch wieder ein bisschen Zeit vergangen. Ne? Ich glaube, eine ganze Woche, glaube ich, ist jetzt her, seit der letzten Aufnahme, die wir gemacht haben mit dem Windrider. Ja, so schnell geht die Zeit um. Ich glaube, eine Woche, anderthalb Wochen müssten das gewesen sein. Ja, und in der Zeit war ich nicht unaktiv gewesen, denn, Freunde, es ist ja was passiert. Und zwar, ich habe es euch ja auch schon in den letzten, an der letzten Aufnahme-Season gesagt, es ist ja das Unlimited World Bau-Event zu Halloween. Und es gab ja so diese Geschichte, wo ich gesagt habe, ach nö und blöd und hier Vorfall und so. Aber momentan ist es so, ich habe mich ja, ihr habt ja hoffentlich den Stream gesehen, nochmal den Erklärbär gespielt und habe ja auch nochmal so ein bisschen darauf eingegangen, was da passiert ist und warum ich so gezätert habe und so, ne. Aber jetzt bin ich wirklich voll motiviert dabei und nutze meine freie Zeit, also die ich wirklich habe jetzt nach der Arbeit und manchmal auch vor der Arbeit, je nachdem, wie ich es halt zeitlich schaffe, bin ich halt dabei, da zu bauen, ne? Und sagen, ja, Aquarium of the Dead, ja, also eine richtig coole Sache. Wir haben da auch schon jetzt einen schönen Nachbarn bekommen. Gruß geht raus an V. Zappi, der hat mir ein schönes Feierabendsbierchen dahingestellt, also auch richtig nice und angenehme Nachbarschaft auch noch, ne? Also das ist auf jeden Fall schon mal richtig nice und ja, guck mal hier, wie das da alles, da ist ja richtig was los hier. Und das macht richtig Spaß, ne? Und jetzt bin ich da richtig am Bauen und bin auch froh, ich muss euch unbedingt nochmal in dem nächsten Stream zeige ich euch, ja, wie weit, welche ich im Voraus aufnehme. Da werdet ihr ja sehen, wie weit ich gekommen bin. Also es kann, wenn diese Folge hier rauskommt, vielleicht habe ich es euch dann sogar schon gezeigt. Also ich bin sehr, sehr zufrieden und obwohl das Konzept, was ich mir aufgebaut habe, eigentlich gar nicht so umfangreich war, muss ich sagen, hat es mich doch irgendwie gepackt und es hat mich gepackt und ja, dementsprechend bin ich da doch recht motiviert, hochmotiviert dabei und baue da wie so ein Verrückter rum und versuche natürlich den Deko-Kopf zu gewinnen, sodass ich den dann nämlich tauschen kann gegen den Bau-Event-Kopf 2022, die Monsterfliege, die ich unbedingt haben wollte. Ne? Also vielleicht gelingt es mir, ich weiß es nicht, also ich muss mal schauen. Bock habe ich auf jeden Fall und ich bin guter Dinge. Manchmal muss man ja auch ein bisschen Glück haben. Apropos Glück, Freunde, habt ihr denn jetzt Lotto gespielt? 33 Millionen Euro waren im Mittwoch Lotto-Checkpot drin. Hat mich natürlich auch animiert, da, ja, ich sag mal so, dran teilzunehmen. Hab mich online angemeldet. Ich muss dazu sagen, ich bin kein regelmäßiger Lotto-Spieler, ja. Also das ist so, was Lotto angeht. Ich mache das immer so, wenn der Jackpot richtig voll ist, ab 30 Millionen oder so. Und ja, ja, wenn dann denn schon, ne? Dann bin ich halt dabei und mache da mal so ein Spiel. Also ich mache ja dann immer, was ist das immer, hier ein 1,749 oder was wieder da heißt. Keine Ahnung, mit Spiel 77 und Superzahl und hier, hier, wie heißt das da immer noch? Hier, Lotto 6 oder was? Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, das ganze Ding, da das völlig immer aus, außer Glücksspirale, das mache ich irgendwie nicht mit. Warum, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Und das habe ich gar nicht gemacht. Was kostet sowas? Ja, also das muss man dazu sagen, ihr versteht das ja nicht. Mein Onkel, der schafft das irgendwie dafür 300 Euro da einen Tipp abzugeben. Das ist mir auch irgendwie so, wo ich immer denke, hey, was wollt ihr mich veräppeln? Wie willst du denn für 300 Euro Lotto spielen? Geht das überhaupt? Irgendwann ist doch der Zettel da voll ausgefüllt, oder? Da kommst du nicht auf 300 Euro. Oder vielleicht übertreiben die auch, ich weiß nicht. Also ich müsste mal meinen Onkel da mal fragen, was der da genau macht. Der macht das wohl seit Jahren, hat aber noch nie so richtig was gewonnen. Also der hat ja mehr ausgegeben als gewonnen, also wie es im Glücksspiel üblich ist. Ist ja ein Glücksspiel, ne? Machen wir uns doch nicht vor. Lotto ist im Prinzip Glücksspiel. Und ja, ja, auf jeden Fall ich dann auch immer so, ne? Aber nur, wenn, wie gesagt, der Jackpot richtig voll ist. Und jetzt war halt 33 Millionen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann machst du mal so. Und ich habe dann einfach mal 6 Zahlen. Ich habe doch nicht den ganzen Schein gemacht, ich habe nur 6 Zahlen. Habe mich mal so voll so auf, ich sag's einfach, ich habe mich auf Krishna verlassen. Ja, also ich habe mal so indischer Gottheit und so. Und ich so, ja komm, hier, flüster mir mal ein paar Zahlen so ins Ohr. Und das habe ich dann halt gemacht und habe dann einfach mal so zack, da so eingetragen. Und ja, was kostet sowas? 5 Euro etwa. Also alles so drin und dran, 5 Euro. Habe ich gesagt, das ist in Ordnung. Ich hatte eh noch ein Guthaben drauf, also kannst du machen.
So, dann gestern war der große Tag, ne? Also, da erstmal 18:25 Uhr, so, das war schon so, wow, jetzt aber, ich habe ein gutes Gefühl. Ja, mein gutes Gefühl hat mich aber irgendwie ganz schnell verlassen, weil ich hatte nicht eine einzige Zahl richtig. Ich so, na, ist ja geil, die Trommel, die rührt um, die spuckt alle möglichen Zahlen aus, ja, aber nicht die Zahl, die ich habe, ja, die Zahlen. So, und aus dem Grund bin ich da komplett leer ausgegangen. Und als ich dann aber nachgeguckt habe, stand dann E-Mail-Benachrichtigung. Wusste ich auch nicht, dass sie einen über E-Mail benachrichtigen. Ja, sie haben gewonnen und so. Und ich so, hä, was? Ich habe da die Zahlen kontrolliert. Ach so, Super 6 oder so habe ich gewonnen. Das heißt, ich habe mein komplettes Los, was ich ausgegeben habe, habe ich wieder zurückerstattet bekommen. Ich so, ja, okay. Also ist im Prinzip eine Win-Win-Situation. Ich hatte die Chance, ihr habt doch 33 Millionen und musste dafür 0 Euro ausgeben. Und von dem her ist es in Ordnung. Da beschwere ich mich ja gar nicht. Vielleicht ist es ja so, dass man so einen Reiz so nach dem Motto, hey, ich muss doch nochmal spielen. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt einer den Checkpot abgeräumt hat, die 33 Millionen, oder ob die jetzt am Samstag nochmal zur Verfügung stehen. Ich bin am Überlegen, ob ich Samstag dann vielleicht nochmal spielen sollte, ja, weil ich ja jetzt so 0 Euro, das heißt also, ich habe ja nichts ausgegeben, dementsprechend könnte ich es machen. So, und das können wir natürlich auch gleich mal nutzen, Freunde, für ein philosophisches Thema, nämlich generell Lotto, Lottogewinn. Große Summe an Geld. Jetzt will ich weniger darauf eingehen über die Gewinnverteilung, weil man könnte ja sagen, gut, man könnte das ja so machen, dass nicht einer alles bekommt, sondern dass sich das so ein bisschen aufteilt zwischen denen, die halt auch Richtige haben. Ja, zum Beispiel drei Richtige, das wird ein bisschen höher ist die Summe. Darüber will ich gar nicht sprechen. Das ist so eine Sache, das ist so, ja, da kann man schon wieder so ein Thema machen. Ja, Gerechtigkeit oder so, das ist wieder was anderes. Ich will auf was anderes hinaus, nämlich, wie ist das, wenn man von 0 auf 100 ganz viel Geld hat. Also ganz viel für nichts tun. Also im Prinzip, du hast ja was getan, du hast ja Lotto gespielt, aber angenommen, du bekommst so viel Geld. So, und jetzt machen sich ja andere Leute wahrscheinlich gar keine Gedanken. Ne? Wenn ich mir so vorstelle, so die hier Hausfrau Pachulke oder so, die quatscht da mit Frau Müller und ja, lass mal hier Lotto laden, wir spielen jetzt mal Lotto und die machen sich, wenn sie sich gewinnen, erstmal gar keinen Kopf. Ja, weil die haben dann einfach das Geld und freuen sich natürlich riesig. Ne? So die oh, Euphorie und die Serotonine, die jagen nur so als Botenstoffe durchs Gehirn und das Belohnungszentrum ist da und das ist ein Gefühl der Freude. Ne? Das ist ja so erstmal, wow, wir hatten Glück, wir haben Freude. Wir haben so viel Millionen gewonnen. Nun stellt sich aber die Frage, können manche Menschen auch wirklich damit umgehen? Und das ist so, wo ich zum Beispiel als Philosoph wieder meine bisschen so Bedenken habe, weil ich bin, glaube ich, so, dass ich sage, ich weiß es, dass die Mehrheit der Bevölkerung gar nicht in der Lage ist, damit umzugehen. Ja. Was unterscheidet mich von den Leuten, die nicht in der Lage sind, damit umzugehen? Oder warum klammer ich mich da aus? Ja, also erstmal bin ich der Meinung, weil ich einfach tiefgründiger an die Sache rangehe. Und zum Beispiel, als ich jetzt Lotto gespielt habe, ich mache euch mal ein Beispiel. Da habe ich mir genau überlegt, was würdest du, Marco, mit 33 Millionen Euro machen? Ne, die sind ja anfangs, glaube ich, steuerfrei, wenn ich jetzt erstmal richtig informiert bin. Das heißt also, du müsstest ja erstmal gar nichts zahlen. Du müsstest aber in einem gewissen Zeitraum ausgeben. Ne, du treibst auch die Wirtschaft damit an. Muss auch mal so sehen, ne? Kaufkraft und so. So, das heißt also, was würde ich damit machen? Ja, zuallererst mal würde ich wahrscheinlich erstmal schlucken und erstmal, ach du Scheiße, ich hab hier gewonnen. So, was machst du? Ich glaube, das Erste, was du machst, das sind so deine Wünsche erfüllen. Das heißt, das unterste Qualitätsniveau von allen, das würdest du sofort machen. Das heißt also erstmal die materiellen Wünsche. Was würde ich machen? Ich würde mir zwei neue Plattenspieler vielleicht kaufen. Gesamtwert, naja, sind wir vielleicht bei 10.000 Euro bei einer super Anlage, sind 10.000 Euro weg. So, ist erstmal ein Witz, da lachen 33 Millionen. Was machst du als nächstes? Ja, deine Eltern natürlich. Ne? Das ist so das da, wo du. Na, okay, warte mal, vielleicht noch materielle Dinge. Was könnte man noch kaufen? Ja, vielleicht würde ich mir einen neuen Wohnzimmerschrank holen, da bist du bei 1.000 Euro. Ja, vielleicht noch einen Teppich, nochmal 300 Euro. Ja, und ein paar Kisten Bier oder so, keine Ahnung, auch nochmal 50 Euro. Also, das heißt also, du bist so. Ach, noch nicht mal eine Million ist weg für deine materiellen Dinge, weil ich habe alles. Ich brauche nichts. Ich habe eigentlich alles da, ich bin wunschlos glücklich. Ich hatte als Kind schon alles, also von daher. Vor allen Dingen bin ich mit wenig zufrieden, ja. Also stell mir ein bisschen hier Luxusessen hin und ein bisschen lecker Tabak und Bier und du machst mich glücklich. Ja, für mich ist Luxus, wie gesagt, nicht in den materiellen Dingen. Ich brauche jetzt nicht zwangsläufig Giorgio Armani oder Gucci-Klamotten oder so. Nee, ich trage meine Metal-Shirts, da bin ich. Oder meine Guru-Outfit und da bin ich schon zufrieden mit, ne? Brauche ich also nicht. Und essen gehen kann ich mir alles leisten, also das ist alles kein Problem. Also von daher wird da nicht mal eine Mille raufgehen für meine materiellen Wünsche. Das heißt, als zweite Ebene kommt dann natürlich das, was man dann die Woche da drauf machen würde. Du würdest sicherlich deinen Eltern was geben. Also den Personen, die dir richtig was bedeuten, die immer zu dir gehalten haben,
die würden natürlich davon profitieren. Das ist allen voran meine Eltern, sowohl meine Mutter wie mein Vater. Das heißt, das, was die für mich ausgegeben haben, das, was die an Nervenkostüm für mich aufbringen mussten, gerade in meiner wilden Kindheit und Jugend, was die da schon für Sorgen hatten und alles Mögliche, da ist, glaube ich, klar, da würde richtig was losgehen. Also den würde ich da voll das krasse Haus hinstellen, den würde ich da erstmal hier die Millionen da über auf Konto überweisen und so, dass die da alle ihre Wünsche, Träume in ihrem Alter noch sich erfüllen können, reisen, alles, was sie machen wollen, Haustiere, völlig egal. Das würde ich wirklich investieren. Aber auch da wäre dann noch nicht mal die Hälfte, noch nicht mal ein Viertel von dem weg, was man machen würde. So, jetzt habe ich mir halt überlegt, so, was würdest du machen? Ich vermute mal, die Mehrheit, die würde diesen Standard, diesen materiellen Standard frönen. Das ist schon ganz oft passiert, auch psychologisch schon beobachtet. Das heißt, es sind dann Leute, die gewinnen dann und dann sind die nur noch auf Party. Ne? Also die machen Weltreise und dann hier in die Bar und die sehen dann halt, okay, Geld kann schon beruhigen. Und mit Geld kann man viel machen. Man kann feiern, du hast auf einmal neue Freunde, du hast vielleicht auch Weiber oder so, ja, und alles mögliche, Cocktails schlürfen an der Bar, die, ja, du brauchst nicht mehr aufs Geld zu achten, du gehst einfach da mit deiner Kreditkarte irgendwo einkaufen, hast vielleicht auch die schwarze American Express oder so, ja, oder hast auch Einfluss, aber ich glaube, keiner oder die wenigsten werden an die Zukunft denken. Und irgendwann ist auch der höchste Geldbetrag weg, wenn du nicht dafür sorgst, dass sich das verjüngt und vermehrt. Und das, glaube ich, traue ich den wenigsten zu. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, sodass ihr jetzt hier wahrscheinlich auch, ach so, das meint der Watercat-Drafter. Ja, genau, das meine ich nämlich. Und da traue ich ihm den wenigsten die Reife und Intelligenz zu, sich tiefgehend darüber Gedanken zu machen. Weil, wir haben ja schon angesprochen, meine zwei Stufen, also als erstes würde ich meine materiellen Wünsche erfüllen, da wäre nicht mal eine Million bei drauf, weil ich habe alles, ich brauche nichts. Das ist so, das ist im Prinzip, ja, das könnte ich mir auch alles durch mein verdientes Geld auf Arbeit leisten, was ich bräuchte. Wenn ich nicht so sparsam wäre. Und das Zweite ist natürlich eine große Freude, wenn ich meinen Eltern machen könnte. Das heißt also Häuser kaufen und so und Autos, Urlaubsreise, so alles, was sie haben wollen, was sie sich wünschen. Freunden muss ich sagen, ja, da gibt es auch welche, denen ich sicherlich was geben würde. Nicht allen, das ist klar. Das ist so, wo ich sage, also meine Ex-Freundinnen zum Beispiel gar nichts. Also da ist so, die haben Pech. Der von mir abhaut, der hat halt Pech. Der braucht damit nicht rechnen, dass der irgendwie nur einen Cent von mir bekommt. Das bedeutet nicht, dass ich da im Krieg auseinandergegangen bin, aber das ist halt Pech. Ja. Ich habe immer gesagt, das ist das Risiko halt. Ne? Das ist das Risiko, was man eingehen muss. Also von daher, ja, da gibt es einige, denen ich auch natürlich was geben würde, das ist völlig klar, aber jetzt halt auch nicht allen. Ne? Also das ist so, wie gesagt, das sind auch so Leute, die ich kaum sehe oder so kaum treffe. Das ist bei mir halt anders als bei anderen, denke ich mal. Weil viele Leute, die treffen sich ja regelmäßig. Ich bin ja hier für mich so relativ alleine, ne? Im Keller hier bei mir eingesperrt. Und von daher ist das auch nicht so die Option. Familie, ja, das auch so. Da gibt es einige, denen ich sicherlich was geben würde. Aber auch, lange Rede, kurzer Sinn, auch da wäre das Geld nicht weg. So, und was würde ich dann als dritte Stufe machen? Ja, Freunde, und zwar, da sind wir bei dem Punkt, wo die anderen, wie gesagt, denke ich mal, versagen werden. Und zwar, das ist eine Investition. Also ich würde zum Beispiel das Geld investieren, und da ist es sehr, sehr gut aufgehoben, A, in Immobilien. Das ist sehr, sehr wichtig, weil durch Immobilien kannst du auch später noch, egal ob Inflation oder sonstiges, da kannst du auf jeden Fall immer Gewinn machen. Das ist so das Erste, was ich machen würde, Immobilien kaufen. Einmal für mich vielleicht und einmal so, dass ich es vermieten kann, weil dadurch hast du gewährleistet, dass du immer deine Miete reinbekommst und somit hast du immer Geld. Das heißt, es vermehrt sich. Das Zweite ist natürlich anlegen, würde ich hier tatsächlich auch in Gold machen. Das ist wichtiger als Geld, Gold, ja, weil das wird nie an Wert verlieren, weil es begrenzt ist im Gegensatz zum Geld. Geld kannst du immer nachdrucken, aber Gold eben nicht. Das kannst du zwar auch künstlich herstellen, aber das ist von der Qualität nicht so. Und das Dritte, was ich machen würde, wäre wahrscheinlich jetzt auch in Aktien. Aber das ist natürlich, da würde ich mir auch nochmal Beratung holen, weil da bin ich jetzt auch nicht so gut drin. Also ein bisschen ja, aber nicht so. Das heißt also in Wertpapiere. So, und dann würde ich den Rest tatsächlich ausgeben. Und das ist so, da würde ich mir so einen kleinen Traum erfüllen. Und zwar, ich würde ganz gerne, am liebsten in Indien, aber gut, da, das ist noch schwierig, ist nur Fantasie. Aber hier so vielleicht so in Brandenburg oder so, da würde ich einen Ashram aufbauen. Das heißt, ich würde so richtig geiles, ja, nach indischem Vorbild einen Ashram aufbauen. Ein Ashram, was ist ein Ashram? Ein Ashram ist im Prinzip sowas wie ein spirituelles Zentrum.
Eine Art Kloster, könnt ihr euch vorstellen. Das würde ich aufbauen mit allem drum und dran, mit so einem Wellness- und Spa-Bereich, mit ganz viel Yoga-Kursen, so Entspannung, so richtig so Chill-Out und googelt mal nach Slusenim-Raum oder so. Das ist so beleuchtete Räume und so, also so richtig cool, so eine Wohlfühloase für die stressige Zeit, so, wo man Mitglied werden kann. Ja, so nach indischem Vorbild. Das würde ich gerne machen wollen. Also ein Ashram. Ich würde so richtig so einen Ashram aufbauen und ich bin dann der Sektenguru und biete dann meine Lebensweisheiten und Philosophien an. So, ja. Also, nee, ohne Scheiß, Leute. Das würde ich wirklich machen. Also Immobilien, ganz klar. Wertpapiere, sodass sich das Geld auch wieder vermehrt. Und dann hast du wirklich ausgesorgt, weil das ist der wirkliche Luxus. Das Materielle, Leute, glaubt mir, das Materielle ist kein Luxus. Das ist alles kapitalistisch. Das ist so, nee, das wird verrottet. Du musst investieren, in deinen Kopf, in deinen Geist, dass du schlau bist. Ja, das ist immer wichtig, dass man immer